Der FC Basel möchte sich im Wallis die Tabellenführung zurückerobern. Der FC Sion unter dem neuen Trainer Paolo Tramezzani die Saison neu lancieren. Torszenen lassen lange auf sich warten. Dieser Abschluss von Matteo Tosetti ist die gefährlichste Aktion der ersten halben Stunde. Erster größerer Aufreger dann kurz vor der Pause. Nach dieser Szene gibt es indirekten Freistoß für den FCB. Weil Kevin Fickenscher den Ball zuerst setzt und dann wieder in die Hände nimmt. Bei Tim Kasami haut den Ball in die Mauer. Auch Tavares kommt nicht durch. In der zweiten Halbzeit kommt auch der FC Basel zu einer ersten Möglichkeit. Kasami kann den Ball aber auch nicht richtig gefährlich aufs Tor bringen. 5 Minuten vor Schluss kann Stojkovic vielleicht aufs Tor ziehen, wird aber von Cömert zu Boden gebracht. Der VAR greift ein, Schiedsrichter Cibelli gibt rot. Eray Cömert war der letzte Mann und hat somit eine klare Torchance vereitelt. Sion also mit einem Mann mehr auf dem Platz, doch es bleibt nicht mehr viel Zeit. Und plötzlich drückt Basel. Schegrova zieht ab, das ist ein Traumtor. Edon Schegrova tanzt gleich mehrere Gegner aus und zieht dann mit links ab. Der Ball sitzt haargenau. Der FC Basel führt in Unterzahl. 4 Minuten später ist Schluss. Der FCB gewinnt mit 1:0 und ist wieder Leader. Sion hat gut gekämpft, verliert aber das erste Spiel unter dem neuen Trainer Paolo Tramezzani.